Hallo und herzlich willkommen zurück wieder bei dieser Tipps, Tricks und Hacks-Reihe für die Sims 4 Konsolen. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn anscheinend möchtest du etwas von mir wissen. Ich habe sehr lange recherchiert und habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe auch die Community gefragt, welche Sachen hätten euch am Anfang, wo ihr Sims 4 euch geholt habt, interessiert. Und wo hattet ihr Probleme und Anfangsschwierigkeiten? Und ich habe da ein bisschen was zusammengesammelt und habe mir diese Reihe überlegt. Ich habe schon ein Video hochgeladen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch hier oben in der Infobox. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man Objekte frei drehen und frei platzieren kann. Und ich würde sagen, wir starten in das Video. Wenn euch diese Reihe gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch unter diesem Video. Schreibt mir in die Videokommentare, was euch noch interessiert, was ihr noch für diese Tipps, Tricks, Hacks, Reihe sehen wollt. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal den Aufruf starten. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt und mehr von diesen Videos sehen wollt, dann lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in dieses Video. Und zwar zeige ich euch das jetzt anhand von einem Fernseher, den wir frei platzieren werden auf der Wohnzimmerwand. Und dafür suche ich mir Elektronik rein. Für die einen oder anderen, die das letzte Video nicht gesehen haben, ihr müsst bitte den Cheat Baby Move Objects, den Cheat, den blende ich euch hier unten ein, eingeben. Das habe ich beim letzten Mal schon gemacht, bei dem letzten Video, deswegen brauche ich es jetzt nicht nochmal machen. Ich kann es euch aber gerne nochmal zeigen. Einfach hier diese beiden Tasten gedrückt halten, dann gebt ihr den Cheat ein und dann bestätigt ihr und geht wieder raus. Dann ist der Cheat Baby Move Objects aktiviert. Und ihr könnt Objekte frei drehen und frei platzieren. Dann zuallererst müsst ihr, wenn ihr ein Objekt in den Händen haltet, wir machen das jetzt einmal anhand des Fernsehers, den wir einfach an der Wand frei platzieren möchten. Und da suche ich mir jetzt einfach irgendeinen aus, scheißegal welchen. Und dann rastet der hier immer so ein. Wenn ihr das jetzt aber frei platzieren möchtet, dann könnt ihr einfach hier mit der L2-Taste, wenn ihr da drauf drückt, so lange drücken, bis freie Platzierung aktiviert ist. Und dann könnt ihr einfach den Fernseher auf der Wand frei platzieren und ihn so hin platzieren, wie ihr das gerne hättet. Und dann einfach mit der X-Taste bestätigen und schwuppsiwupps habt ihr schon den Fernseher an eurer Wand auf der Höhe, die ihr gern haben möchtet, platziert. Kommen wir zum nächsten Punkt, den ich euch in diesem Video gerne zeigen möchte. Und zwar, wie man Objekte frei dreht. Und dafür bauen wir jetzt einfach weiter an dem Wohnzimmer, denn wir sind gerade schon so schön dabei. Und wir machen einfach eine Couch, setzen hier eine Couch hin. Dann gehen wir auf Komfort. Und ich habe wirklich, Leute, ich habe so lange recherchiert für manche Sachen, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Deswegen hoffe ich, kann ich mit diesen kleinen, kurzen Videos einfach weiterhelfen. Und ja. Dann nehmen wir uns einfach, ich mag diese Sofas hier mega gerne, weil ich finde, die sehen einfach so gemütlich aus. So, und jetzt zoomen wir hier einfach ein bisschen näher ran. Wir zoomen hier einfach ein bisschen mehr rein. Und dann könnt ihr normalerweise mit R1 und R2 könnt ihr normal so die Objekte drehen. Wenn ihr das jetzt allerdings frei drehen möchtet, dann könnt ihr einfach beide Tasten gedrückt halten. Ich drücke hier beide oberen Tasten, also R1 und L1 gedrückt halten. Und dann könnt ihr mit dem Joystick einfach die Objekte frei drehen und frei platzieren. Und das Ganze so hindrehen, wie ihr das möchtet. Und ich platziere jetzt einfach noch so eine Couch, weil es gerade so schön ist. Und dann kann ich die dank dem Baby Move Objects Cheat auch so schön ineinander stellen hier. Ups. Das Ganze ist natürlich eine Riesenfummelei mit dem Controller. Deswegen, wer meine Let's Plays kennt, der weiß, dass ich ausschließlich mit
Tastatur- und Maus-Spiele, weil das definitiv leichter geht. Und dann könnt ihr so einfach euch die Sachen frei hinplatzieren, wie ihr das gerne hättet. Ich hoffe, an dieser Stelle hat euch das Video geholfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt in die Videokommentare eure Tipps, Tricks, die ihr unbedingt noch gebraucht hättet, als ihr mit der Konsolenversion zu Sims 4 gestartet habt. Und dann kann ich dazu gerne ein Video machen. Ich recherchiere das gerne. Und dann könnt ihr euch einfach meine Videos angucken. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr einfach bei einem meiner Let's Play Videos vorbeischaut. Vielleicht gefällt euch da was. Und lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, um meinen Kanal kostenlos zu unterstützen. Und ich sage an dieser Stelle, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und sage an dieser Stelle Servus. Bis zum nächsten Mal, eure Sarah.